Als nächstes haben wir Energie Diebesgeld den Auftrag, einen freiberuflichen Diebstahl zu machen. Da müssen wir jetzt in ein Haus einbrechen und Diebesgut im Wert von 50 Goldmünzen erbeuten und dann auch an den Onga in Bruma verkaufen. Wir haben jetzt 1:58 Uhr. Wir werden jetzt auch in den Talosplatzbezirk reisen. Ne, in den, wo ist er? Talos, da, Talosplatzbezirk. Und dort das Haus von Dorian suchen. Jetzt weiß ich nicht direkt, wo das ist. Auf Karte gucken. Nee, da war ich tatsächlich nicht. Da muss ich wirklich einmal so durchlaufen. Das da ist nur eine Wachkaserne. Da kommen wir nicht durch. Recht. Seid gegrüßt, guter Bürger. Wie kann ich euch behilflich sein? Okay, jetzt habe ich es irgendwie nicht gefunden. Einen wunderschönen guten Tag. Werde ich das einfach mal in einem der anderen Häuser probieren. Wichtig ist auf jeden Fall dann davor, solltet ihr speichern. Übrigens sehr leise. Diese Griffzirkel können wir nicht klauen, da die auch nicht sehr viel einbringen quasi dann. Alles mit irgendwelche diesmal, was ihr so verkaufen könnt. Auch Klamotten. Wichtig ist, dass ihr in der 50 Goldmünzen damit einbringt.
Keller lässt sich eigentlich immer ganz gut was finden. Oder halt auch sehr oft im Obergeschoss. Wo dann meistens die Schlafzimmer von den jeweiligen Personen sind. Denk dran, auf keinen Fall das Schleichen so verlassen. Vorne schläft er nämlich, deswegen müssen wir nämlich auch so ganz vorsichtig jetzt sein, dass wir da nicht entdeckt werden. Da hinten an das Buch komme ich nicht ran. Das ist aber jetzt völlig egal. Ich meine, wir hätten genug, um es zuerst mal einzutauschen. Dafür reisen wir nämlich jetzt per Schnellreise zu dem wer ist da? Zu dem Onga, um ihm die ganzen Sachen zu verkaufen. Hab Mitleid, nur eine Münze. Brauchen wir jetzt 7, 8, 45. Und dahin ist auch sein Haus schon. Was wir hier auch machen können, ist quasi seine eigenen Sachen zu klauen und dann auch direkt an ihn zu verkaufen.
Was können wir jetzt einmal loswerden? Das war so. Also. Das kann ich wieder aufheben. Und dann können wir mal mit ihm sprechen. Wie ich sehe, seid ihr einer der Graufuchsleute. Braucht ihr vielleicht einen Hehler? Bruma ist eine perfekte Stadt für einen Nord, der sich dem Müßiggang verschrieben hat. Erfrischende Bergluft, gutes Essen und Trinken und viele muntere Nord. Anscheinend unterweist Rechtswind auch andere Mitglieder der Kämpfergilde in der Kunst der Klinge. Ihr habt Diebesgut? Das ist mehr, als ich für gewöhnlich zahlen würde. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Das ist ein Ex. Das ist. Ich denke. Das ist. Ich denke. Ich denke für den. Das. Ich denke. Das ist. Da. Das Essen machen wir hinterher, weil wir das nämlich auch quasi verkaufen. Mischen können. Jetzt erstmal unten halt die. Ich denke für den. Stoffe. Das ist. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ich brauche ein Nickerchen. Jetzt können wir erstmal eine Runde mischen wieder. Brombeeren haben wir jetzt erstmal viele. Was mit Kürbissen? Wovon haben wir noch viel? Mais und Apfel. Schatten mögen euch verbergen. Also jetzt habe ich wirklich 50 Goldstücke erhalten durch das Verkaufen. Und damit kann ich ja nicht auch wieder zum Omok. Ich bin sehr müde. Können wir das hier jetzt abwickeln? Ihr habt Diebesgut? Wenn ich jetzt an den das verkauft habe, kann ich auf jeden Fall auch den Tränke verkaufen. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück los. Ich natürlich auch noch die andere Debs. Das ist mehr. Die andere Hehlerware.
So, das war's nämlich. Da habe ich jetzt allein schon durch so ein Haus viel erbeutet. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ich brauche ein Nickerchen. Schatten mögen euch... Das war also der freiberufliche Diebstahl. Jetzt gucken wir auf die Uhr. Gut. Und als nächstes geht's dann weiter mit der nächsten Quest von dem Amon Christoph.